Oh, hört man? Sehr schön, freut mich. Schön, dass du auch wieder da bist, mein Schatz. Musik, sehr gut, perfekt. Okay, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich habe es ja schon in meinen anderen Posts kurz beschrieben, also dass wir heute den zweiten Teil vom Hidden Fates Opening machen. Ich würde dann gerne am Ende noch kurz was sagen für nächste Woche, was ich geplant hätte, beziehungsweise gerne noch vielleicht eure Meinung hören. Ich hätte zwei Optionen, gucken wir die uns nachher mal an und dann entscheiden wir zusammen, was wir als nächstes dann zusammen auspacken möchten. Genau. Ich werde deine Post nachher am Ende noch mit reinbringen, aber ich würde gerne schon mal kurz zeigen, was ich heute bekommen habe in der Post. Ich habe mich mega gefreut. Einen Stream gemacht. Wechsel mal kurz die Szene. Genau. Das ist vom Raffi hier. Cooler Brief. Hat geschrieben: Hallo David, da ich keine Konten zum Donaten habe, habe ich dir hier ein kleines Goodie, das dich sicher freut. Öffne den Umschlag erst bei einem deiner nächsten Streams. Was damit passiert, ist nun dir überlassen. Beste Grüße, Raffi, aka Walpurgi. Auch für deine Streaming-Karriere nur das Beste. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Das hat mich übertrieben gefreut. Gerade eben erst nach Hause gekommen, war eben noch schaffen gewesen. Bin ja Physiotherapeut. Und dann so eine Nachricht, gerade nach dem ersten Stream, ist der Hammer. Vielen lieben Dank. Ich packe das gerne am Ende aus. Ich hoffe, dann sind es vielleicht auch noch ein paar mehr Leute da zum Zugucken und können dann schauen wir uns zusammen an, was du da mir zugeschickt hast. Okay. Das packen wir dann mal hier ein bisschen zur Seite, das gute Paketchen. Genau, wir haben heute wieder die drei Tins. Die drei Tins. Je nachdem auch, wie viel Zeit ihr nachher mitbringt. Wir können gerne das so aufteilen, dass wir vielleicht heute nochmal drei Stück machen und dann am Sonntag sozusagen den Stream als Abschluss von Hidden Fates jetzt erstmal mit dem letzten Set von den drei Tinboxen. Oder wir machen dann jetzt gerade alle sechs Tinboxen auf und haben für nächste Woche dann was ganz Neues. Ready for the Shiny? Ich bin auch ready. Hey Jonas, was geht? Okay, machen wir die erste Box mal auf. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Raichu an. Und mir ist beim Videozusammenschnitt vom letzten Mal aufgefallen, dass ich zum Gyarados Glurak gesagt habe. Dafür will ich mich natürlich sehr entschuldigen. Gyarados sieht natürlich ein bisschen anders aus als Glurak. So, wir machen das gute Teil mal auf. Ich habe ja von euch, ein paar von euch schon ein recht gutes Feedback auch bekommen. Auch was den Sound angeht und so weiter. Und ich hoffe auch beim Auspacken, dass ich mich ein bisschen leiser halte als letztes Mal. Das war teilweise ein bisschen laut beim Auspacken her. Aber eben gerne wieder Rückmeldung mir da lassen. Sieht nicht so gut aus. Also wenn du Fragen hast, einfach Fragen stellen. Und, ah ja, da ist schon die Frage, was kostet so eine Tinbox? Ist total unterschiedlich. Ich habe jetzt für das Set 100 Franken gezahlt. War aber auch zu einer guten Zeit, also von drei Tinboxen. Die werden total unterschiedlich verkauft. Also ich denke, 100 ist wahrscheinlich so das Beste, was du bekommen kannst für drei Boxen momentan. Und dann gehen sie halt, würde ich sagen, jetzt aktuell so auf 150 Franken für ein Dreier-Set hoch. Und ich denke, das wird auch recht bald steigen. Also die Tinboxen werden nicht mehr geprintet nach dem Print-Run jetzt. Wir haben dann noch im Januar nochmal eine Elite-Trainer-Box, wie zum Beispiel die Glurak-Box dort hinten. Da wird Hidden Fates auch nochmal geprintet. Das wird auch nochmal interessant. Hast schon drei GX, sehr cool. Na, ja, gucken wir mal, vielleicht haben wir da auch ein bisschen Glück. Also gut, die Promokarten sind schon mal GX, von dem her legen wir das schon mal gut los. Genau, gucken wir uns die auch nochmal geschwind an. Wir haben sie das letzte Mal auch angeguckt. Und lustigerweise, das Raichu, wie auch beim letzten Mal, hat eine sehr schlechte Zentrierung. So, jawohl, Autofokus funktioniert. Genau, da ist jetzt unten viel, viel, viel mehr Platz als am oberen Rand, sprich, die ist sehr nach unten fixiert. Den Kollegen packen wir gerade zur Seite. Und ich hoffe, mein Platzmanagement heute wird auch ein bisschen besser noch als letztes Mal.
Also ich weiß auch nicht, ob du dich mit dem Set an sich auskennst, wie viel in der Tin drin ist. Du hast da 4 Booster Packs drin. Das ist pro Tin sozusagen. Ja, also wenn du ein 3er Set haben würdest, wären das 12 Packen. Wir werden heute mindestens mal die 12 Packen aufmachen. Mal die schönen Artworks hier. Zapdos, Lavados, Arctos, Mew, Glurak. Dann fangen wir doch mal mit den Kollegen hier an. Ich packe es jetzt mal unten aus, dass wir nicht so viel Lärm haben. Ja, und dann wünsche ich mir viel Glück. Bevor wir jetzt vielleicht sogar gerade loslegen mit den Boosterpackungen, sind sehr geile Artworks, würde ich euch gerade mal noch kurz was zeigen. Und zwar gehen wir hier mal auf meinen Bildschirm. Ich habe hier mal das Set geöffnet, das ist von Pokelector.com. Die haben so eine Liste von allen Karten, die in dem Set drin sind. Da sieht man jetzt mal ungefähr ab hier fangen die Full Arts an. Das sind jetzt so das, was wir jetzt als Hit beschreiben würden, in dem Sinne, wo wir gerne ziehen würden. Ich sage euch einfach mal, was ich sehr gerne hätte. Also bei Sichlor dürfen wir auf jeden Fall feiern. Glumanda, Glutexo dürfen wir gerne feiern. Dann haben wir Riolo, Lucario und ich hätte den Wuffel super gerne. Ich finde das eigentlich fast die coolste normale Shiny-Karte in dem Set. Und ja, die sind natürlich alle toll, muss man dazu sagen. Und dann kommen wir hier hin zu den Full-Art-Shinies. Da ist natürlich der große Hit hier, der Glurak. Ich hoffe, ihr könnt den ganz gut erkennen. Ist halt die wertvollste Karte, hinter dem ist in dem Sinne jeder Herr. Ich hatte es letztes Mal schon gesagt, ich finde die Karte super cool und wir haben sie auch noch nicht in unserer Sammlung. Von dem her, klar, hätte ich sie gern. Aber für mich wird die hier die wichtigste sein. Also wenn wir die ziehen, das wäre super cool. Genau, die haben wirklich sehr, sehr viele schöne Artworks bei den Karten. Dann fangen wir mal an und machen die Box auf. Dankeschön. Okay, Kartentrick ist hier wieder derselbe. Die 4 oberen packen wir nach unten. Bird Trio ist mega. Ja, die haben wir sogar schon 2-mal. Wir fangen hier mit einer, guck mal, dass wir einen Autofokus wieder bekommen. Grass Energy an. Mr. Cerulean City Champ. Chansey. Finde ich auch ein sehr lustiges Artwork hier noch mit der Shiggy-Kanne da an der Seite. Giovanni's Exile. Cubone. Magikarp. Geodude. Clefairy. Eevee. Metapod Reverse, auch lustige Karte, der wird gerade vom Vögelchen gejagt. Und Gyarados GX, sehr schön. Ist jetzt natürlich ein bisschen das andere Artwork als nachher auf der Tin, das können wir dann vielleicht später noch vergleichen. Auch schon mal eine sehr coole Karte. Ja, das ist eine gute Aussage noch, ja. Ich habe natürlich auch Let's Go Pikachu und so weiter gespielt, also ich interessiere mich auch für die Videospiele. Und da bin ich dann auch auf Shiny Mewtwo Jagd noch am Ende gegangen. Und ich glaube, ich hatte um die 3000 Resets, also es hat recht lange gedauert, bis wir den Kollegen im Besitz hatten. Aber war eine schöne Jagd. What the fuck, ja, das ist einiges an Zeit, was da drauf gegangen ist. Aber es war es wert. Ja. Nächstes Booster. Da war der Wilde da. Okay, wir haben die Fairy Energy. Chansey. Giovanni's Exile. Cobra's Trap. Koffing. Ekans. Cubone. Magikarp. Geodude. Nächste Shiny-Karte, Typ 0. Sehr geil. Und was haben wir dort hinten noch? Ein Golem. Bringen wir mal ein bisschen näher an die Karte dran. Ja, an die Karte, an die Kamera. Mag der Autofokus kommen? Ja, scheint leider auch nicht optimal zu sein mit der Webcam. Aber ich denke, es funktioniert besser als letztes Mal. Müssen wir noch ein bisschen rumprobieren. Ja. Sieht sehr cool aus. Die packen wir gleich mal in eine Hülle rein.
Genau, nochmal an die, die zuschauen, wenn es euch vom Tempo her zu langsam geht, wenn es euch zu schnell geht, bitte mir Bescheid geben. Oder wenn die Musik zu laut ist, oder ich zu laut. So, machen wir das nächste Booster Pack auf. 1, 2, 3, 4. Wir haben hier die wunderschöne Lightning Energy. Chansey war bisher in jedem Pack, glaube ich, drin. Giovanni's Exile, glaube ich, auch in jedem Pack. Danke dir. Brock's Pewter City Gym. Paras. Caterpie. Charmander, auch eine sehr coole Karte vom Design. Clefairy. Psyduck. Und was bekommen wir hinten? Ein Bills Analysis. Double Psyduck. So, dann kommt das letzte Pack von der ersten Pin. Versucht dieses Mal auch nicht die Karten so aus dem Zentrum rauszubewegen, wie es letztes Mal. Das ist mir ein paar Mal passiert, dass man nichts mehr groß gesehen hat. Genau, wir haben eine Water Energy, Farfetched, Jinx, Charmeleon, sehr schöne Karte, Magikarp, Geodude, Clefairy, Eevee, Ekans, Charmander Shiny, nice, die haben wir noch nicht. Oh Mann, die ist geil. Und was haben wir dort hinten noch versteckt? Das Snorlax. Das versteckt sich irgendwie immer hinter den Shinies. Okay, bringen wir das ein bisschen besser noch in Fokus. Die Kamera, wir streicheln seinen Bauch. Ist übrigens das Lieblings-Pokémon von meiner Frau. Also ich denke, die wird sich doppelt und dreifach über die Karte freuen. Zentrierung ist ein bisschen off. Also links haben wir mehr Rand als auf der rechten Seite. Und sogar so ein wenig schräg. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Oben ist es dicker und läuft ein bisschen dünner zu. Also das ist sicherlich nicht perfekt von der Zentrierung. Vom Holo her sieht sehr gut aus. Hm? Rückseite auch schön, das ist auch von der Zentrierung her besser. War eine gute Tin, finde ich auch. Nehmen wir gern. So, dann packen wir die Schönheit auch gerade noch ein. Und jetzt nehme ich gerade als nächstes die Gyarados Tin und zeige euch auch nochmal den Unterschied zwischen dem Gyarados GX von der Tin als Promokarte und dem, das wir vorhin gezogen haben. Die kommen jetzt bei den Reprints, nur zur Information, wer das noch nicht wissen sollte. Die kommen ein bisschen anders, und zwar hat Pokémon sich ein wenig was überlegt und hat jetzt nicht mehr diese Plastikhüllen für die Promokarten, sondern hat einfach so einen Pappeinleger drin. Finde ich cool, weil erstens sind sie sogar ein bisschen besser geschützt. Also ich habe jetzt seltener Schäden an den Karten gehabt und muss hier nachher dann nur die Ecke hier so ein bisschen hochklappen. Kriegt die Karte dann schön raus. Und das ist natürlich besser für die Umwelt. Hier haben wir übrigens noch einen Code. Ich bin mit den anderen ein bisschen geizig. Das habe ich letztes Mal schon erzählt. Aber falls jemand noch nicht die Tin in seinem Besitz hat, sehr gerne verwenden. Genau. Und mal kurz der Vergleich von den zwei Gyarados. Rechts Promo, links das aus dem Booster. Genau. Zwei sehr schöne Karten. Mal wieder unsere vier packen. Sogar dieses Mal das Shiny Mewtwo dabei. Und ich schätze jetzt mal, da ist unser Shiny Mewtwo drin. Das packen wir als letztes aus.
Bestimmt, auf jeden Fall. Einfach anfeuern ein bisschen. Zu Hause mitfiebern, bitte. Wir haben wieder vier von hinten. Da haben wir die Psychic Energy. Farfetched. Brock's Pewter City Gem. Es wurde gecallt. Chansey. Jigglypuff. Caterpie. Ich sehe auf jeden Fall irgendwas glänzen. Paras. Psyduck. Charmander, ist das ein Zeichen? Eine Goldkarte. Nice. Mount Cornet. Haben wir noch nicht und die sieht super gut aus. Schöne Karte. Und im Hintergrund kommt der Blaine nochmal mit seinem Last Stand. Das habe ich das letzte Mal so komisch ausgesprochen. Okay. Coole Karte. Also bisher läuft's. Schöne Goldkarte, Mount Cornet. Wie sieht die Rückseite aus? Auch sehr gut. Vielleicht leichte Zentrierung. Weiß nicht, ob es gut drauf geht. Ja, man sieht es nicht ganz optimal. Also links ist ein bisschen weniger Rand als auf der rechten Seite bei der Rückseite. Aber die kommt auch schön in die Hülle rein. Und die packen wir sogar doppelt ein. Was ist mit meiner Troll Cam passiert? Muss ich gleich kurz abchecken. Einen Moment. Hola, Tusch, ¿qué tal? So, die Webcam ist ausgestiegen. Einen Moment. Sind hoffentlich gleich wieder online. Kaum kommt der Tusch. Macht die Webcam Probleme. So, gucken wir mal. Gibst du, du wolltest mich einfach nicht sehen. Man sieht mich. Sehr gut. Hi, Tusch. Schön, dass du da bist. Okay, zweites Pack. Du hast gerade den Pull einer Goldkarte verpasst. Wenn es dich interessiert, kannst du dir gerne nochmal auf YouTube angucken. Das wird die Tage hochgeladen. So, wir bringen wieder vier Karten von hinten nach vorne. Wir starten mit einer Fighting Energy. Graveler. Farfetch'd. Jinx. Clefairy. Koffing. Voldorb. Cubone. Geodude, Wilds Analysis, Reverse Holo und Erika's Hospitality. Alles klar, hey, viel Glück bei der Klausur und viel Erfolg beim Lernen. Bis später dann vielleicht. Was hat denn die an Wert? Also ich mache es immer so. Versuche mal gerade kurz nochmal umzuschalten. Ich gehe immer auf eBay am ehesten gucken. Gibt da schon mehrere Quellen. Ich glaube, die, wo am häufigsten genutzt wird, ist eBay. Schauen wir mal kurz auf den Bildschirm. Jetzt gucken wir dann hier unser Mount Coronet. Was kommt da? Die wunderschöne Mount Coronet. Da haben wir Mount Coronet Gold Card und dann gehst du hier runter. Ich bin jetzt auf der englischen Seite, also auf eBay.com. Und wir gucken bei Sold Items. Dann sehen wir hier 19 Dollar mit Shipping nochmal 17 obendrauf. 18 mit 17, 10, das wurde aber nur einmal geboten, das ist so ein bisschen komisch. Da haben wir 25. Der hat für 10 das Best Offer verkauft. Also ich denke so, wenn man jetzt das Shipping mit einberechnet, so gut 30 Dollar, wird es wahrscheinlich bei uns auch ähnlich sein, 30 Franken, sowas um den Dreh rum, würde ich jetzt mal sagen. Hoffe, ich konnte dir helfen damit.
Card Market ist auch sehr gut, das stimmt. Das Einzige, was ich da ein bisschen ein Problem habe, ist, dass du natürlich nicht siehst, für wie viel die schlussendlich dann verkauft worden sind. Die können natürlich ihre Karten für 50.000 reinstellen. Das kauft sie halt jemand 5 Jahre lang nicht. Nächstes Booster. Wir haben noch 2 und das übernächste ist dann das Shiny Mewtwo, Leute. 2, 3, 4. Wir starten mit einer Fairy Energy. Graveler. Den guten haben wir jetzt auch schon mehrfach gesehen heute. Giovanni's Exile. Brock's Grit. Magikarp. Slowpoke. Auch eine coole Karte. Ich freue mich jetzt schon auf die Weiterentwicklung im neuen Game. Spielt einer von euch auf der Switch? Clefairy. Koffing. Voltorb. Butterfree Reverse. Auch sehr cool. Und Builds Analysis. Die Rare. So. Schaut ihn euch gut an, das ist er. Der versteckt sich da drin vor uns. Ich habe vor 2 Monaten kurz mal gespielt. WoW und Overwatch, okay. WoW habe ich auch mal kurz gezockt. Overwatch habe ich dir neulich auch schon zugeguckt. Tusch20 hat übrigens auch einen Stream. Durfte ich auch schon beiwohnen. Okay, wir starten mit einer Dark Energy. Schleichwerbung. Guck doch mal bei ihm rein, Leute. Magmar. Cypher. Proxcrit. Paras. Psyduck. Charmander. Magikarp. Slowpoke. Wir haben ein Voltorb Reverse und Eevee Hollow, auch sehr schön, aber leider kein Mewtwo. Gehen wir den noch ein bisschen besser drauf, jawohl, coole Karte. Den ganzen Pokéballen noch im Hintergrund. Eevee sieht stark aus, auf jeden Fall. Ja, die Karten sind von letztem Jahr. Das ist das Set vom letzten Jahr. Die haben das jetzt nochmal gereprintet, weil so viel Nachfrage war. Und das ist jetzt der Reprint, wo wir hier haben. Meinst du, ob ich die Karten ersteigert habe? Kauft ihr auf jeden Fall. Also wenn du da zu einem vernünftigen Preis an welche rankommst, dann würde ich mir auf jeden Fall noch welche zulegen. Weil die sind wirklich, also das Set ist der Hammer. Du siehst es ja, wir haben keine 2 Booster und haben irgendwie eine Shiny oder irgendeine coole Karte drin. Die letzte Promokarte ist Glurak. Das lasse ich jetzt mal in der Hülle hier drin. Das darf sich ein bisschen ausruhen. Und wir haben nochmal ein Mewtwo, oh, 2 Mewtwo. Shiny Glurak und Mew. Dann fangen wir doch mal mit Mewtwo an. Also Tusch, falls du meinst, ob ich die Karten ersteigert habe, nee, die habe ich bei einem Händler gekauft und günstig bekommen. Ich habe jetzt ein paar Anlaufstellen, wo ich mir mal Karten kaufe, aber die meisten habe ich mir bei den cardcollectors.ch gekauft. Den finde ich noch sehr gute Preise und sind mega sympathisch, die Leute dort. So, wir nehmen wieder 4 Karten. Ich
haben die Lightning Energy, Mr. Cerulean City Gym, Sabrina Suggestion, Pokémon Center Lady, Ekans, anderes Artwork wieder, Voltorb, Geodude, Pikachu, coole Karte, Clefairy, Energy Reverse oder Energy Holo. Die Fairy, die haben wir das letzte Mal auch gezogen, ne? Und Jolteon. Coole Karte, leider keine Holo. Kriegen wir es noch ein bisschen besser. Ja, schön. Okay. Der Ecken sowieso. Total unterschätzt. Und eben das mit dem Arctos im Hintergrund sieht sowieso mega cool aus. So, machen wir das nächste Booster auf. Die Chance auf ein Shiny Mewtwo. Ich zeige dir kurz nochmal ein Bild. Also du hast in jedem Pack hast eine seltene Karte drin und du hast die Chance bei dem Set auf eine sogenannte Shiny Vault Karte. Das ist dann die, wo entweder eine Reverse Holo oder eben eine Shiny Vault kommt. Die sind halt auch seltener. Und jetzt kannst du hier mal gucken von den Full Arts, von den ganzen Shinies, die es hier gibt, wie viel es gibt. Also da kannst du die Chance ungefähr ausrechnen. Und da können natürlich noch die ganzen Karten als Reverse drin sein. Also wir haben insgesamt in dem Set, sieht man das hier, die Anzahl. Na gut, wir können auf den Karten sonst im Fall gucken. Das normale Karten im Set hast du 68 und dann sind halt noch die ganzen speziellen Karten drin. Also ich denke, das sind hier gut um die 100. Das ist deine Chance, weiß nicht, ob es überhaupt 1 zu 100 ist, wahrscheinlich eher ein bisschen geringer. Hallo Nachbar, geht's dir gut? Schön, dass du da bist. Okay, komisch, jetzt muss ich mal wirklich kontrollieren, was da das Problem sein könnte. Also der Sound im Hintergrund dann nachher vom Desktop, also die Musik, wo ich eingestellt habe, oder mein Sound? Die Musik. Gerade eingeschaltet, sehr schön. Okay, da muss ich mal den Experten zu Rate ziehen. Wir haben eine Water Energy, Metapod, Misty Cerulean City Gym, Magmar, Koffing, Staryu, Ekans, da haben wir das Artwork wieder mit dem Arctos im Hintergrund. Sehr cool. Caterpie, Paras. Wir haben ein Reverse Charmeleon, sehr cool. Ich glaube, die haben wir noch nicht. Und Lapras, Non-Hollow. Ich weiß gar nicht, ob es die in Hollow gibt. Ich glaube, ich habe die noch nie in Hollow gezogen. Vorletztes Pack. Wir machen mit Mewtwo weiter. Also Shiny Mewtwo Pack. Ja, ich glaube, die Melli ist noch ein bisschen beschäftigt nebenher, also meine Frau. Und noch ein bisschen kochen für uns beide. Deswegen liest sie wahrscheinlich gerade deine Nachricht nicht, Flo. 2, 3, 4. Wir haben eine Psychic Energy. Farfetch'd, Graveler, Chansey, Pikachu, Charmander, Voltorb, Koffing, Ekans, wir haben ein Reverse Plains Last Stand und Misty's Water Command Holo. Auch cool. Eine coole Karte. Das kann gut sein. Ich glaube, ich muss das nochmal
mir anschauen in aller Ruhe, denn wenn der Stream off ist. Aber jetzt stört es momentan nicht, oder? Eckenshype. Ey, wenn mir. Ich habe jetzt das letzte Booster von der dritten Tin. Jetzt ist die Frage, wie motiviert ihr seid. Ich hätte noch drei Tins über, die wir noch öffnen könnten. Oder wir machen die gemütlich am Sonntag. Und sonst würde ich auf jeden Fall noch das Goodie vom Raffi aufmachen. 3, 4. Sehr motiviert. Okay, da bin ich auch sehr motiviert. Wir haben eine Fighting Energy. Cypher. Sabrina Suggestion. Pokémon Center Lady. Voltorb. Cubone. Geodude. Eevee. Jigglypuff. Wir haben ein Shiny, nice, Magneton, haben wir auch noch nicht. Yes. Sehr cooles Shiny, finde total unterschätzt, das ist so cool. Einfach nur simpel schwarze Magneten anstatt dem Plus- und Minuspol und dieses leichte Gold. Und wir haben Electrode im Hintergrund. Aber ich glaube, der hier ist schon ein bisschen schöner zum Angucken. Zentrierung sieht perfekt aus. Das Holo auch. Erkenne ich jetzt nichts. Ah, vielleicht sieht man es ein bisschen nicht. Ich bring's mal ein wenig ran. Genau, jetzt hier oben, wenn ihr mal unter das kleine Magnetillo schaut, da sind so ganz kleine schwarze Punkte. Ich glaube, das ist das, was sie als diese Druckfehler oder Printfehler auf den Karten bezeichnen. Das gibt es wohl öfters mal. Ich weiß nicht, ob das, wenn du das jetzt zum Graden schicken würdest, was negativ an der Note ausmachen würde, weil das ja eigentlich ein Fehler vom Druck ist, aber wäre mal interessant, vielleicht kommt die beim nächsten Einsenden mit und dann werden wir es wissen. So, den guten pack mal ein. Ich tue mal kurz hier ein bisschen meinen Tisch aufräumen und dann machen wir die nächsten drei Booster oder Tins. So, da kommt einiges zusammen. Genau, was mich mega interessieren würde, bei denen die Pokémon begeistert sind, so wie mir hoffentlich alle, welches euer Lieblings-Pokémon ist. Ich glaube, ich habe es letzte Mal erwähnt, beziehungsweise wer sich mein Grading-Video angeguckt hat, der weiß, dass ich Nidoking am meisten mag. Das ist mein absolutes Lieblings-Pokémon. Wenn ihr dann ein Favorite habt, meine Frau eben Glumanda, dann gerne mal durchgeben, würde mich sehr interessieren. So, wir haben wieder ein bisschen Platz. So, wir haben die nächsten drei Tins. Ich würde sagen, wir öffnen mit dem Glurak. Welche glaubt ihr denn jetzt, dass von den drei die beste wird? Glurak, Gyarados oder Raichu? Das machst du gut, Tusch. Gyarados. Sehr gut. Machen wir die als letztes. Arcani ist auch richtig cool. Das ist so eine Karte, wo in dem Base-Set ja damals rausgekommen ist. Leider gar nie als Holo. Und war auch keine Rare-Karte, was ich nicht verstanden habe. Aber Gyarados ist ein mega cooles Pokémon. War ja ursprünglich als legendäres gedacht.
Dann nochmal die Glura-Karte. Die lassen wir auch schön in der Hülle gerade drin. Wir haben hier wieder die Artworks. Wir haben zweimal die Vögel, deswegen fangen wir mit denen an, würde ich sagen. Kann sich damit identifizieren. Ich auch. Rumliegen, nichts können. So, nächstes Booster. Wir starten mit einer Fighting Energy. Graveler, Farfetch'd, Brock's Crit, Cubone, Magikarp, Geodude, Clefairy, Eevee, Brock's Training Reverse, hat man glaube ich auch noch nicht gezogen bisher. Und Erika's Hospitality, Non-Holo Rare. Tamara braucht immer ein bisschen, bis sie scharf ist, ne? Genau. Motiviert zu versuchen, auf jeden Fall. Okay, wieder 4 nach vorne. Wir haben die Fairy Energy, Metapod, Misty Cerulean City Gym, Magmar, Ekans, Charmander, Psyduck, Magikarp, Staryu, Pikachu Reverse, sehr cool. Ich finde die Silver Reverse Holo-Karten mit den Symbolen dann noch im Hintergrund, finde ich übrigens auch sehr gelungen. Und Builds Analysis hat man jetzt auch schon ein paar Mal gezogen. So, das Shiny Glurak Pack kommt. Ist das irgendwie eine Vorhersehung jetzt? Ich wäre nicht abgeneigt gegen eins. Wir starten wieder mit der Psychic Energy, Cypher, Sabrina Suggestion, Pokémon Center Lady, Slowpoke, Clefairy, Jigglypuff, Caterpie, Eevee. Wir haben eine Holo Dark Energy. Sehr gelungen. Und Kangaskhan Non-Holo. So, das letzte Pack aus der ersten Tin jetzt. Beziehungsweise vierten. Und wieder 4 von hinten nach vorne. Schicke Karte, gell? Ja, die Energy-Karten finde ich eh mega cool mit den Holo. Butterbier, da bin ich auf alle Fälle dabei. Crash Energy, Pokémon Center Lady, Metapod, Misty Cerulean City Gym, Ekans, Psyduck, Staryu, oh, da glänzt was, Clefairy, Slowpoke, Erika's Hospitality, und was kommt da hinten für ein Kollege? Nice! Die Full Art Vögel. Sehr cool, sehr cool. Ich glaube, ich habe die bisher nur in diesem Rainbow. So habe ich sie noch gar nicht gezogen, aber finde ich richtig cool.
Zentrierung scheint mir jetzt auch ziemlich gut zu sein bei denen. Von vorne auf jeden Fall, von hinten sieht es auch gut aus. Müssen wir noch genau unter die Linse nehmen, aber auch keine Oberflächenprobleme oder irgendwas. Da sehe ich jetzt auch nichts auf dem Holo drauf, dass da irgendwie diese Punkte drauf wären oder so. Die packen wir auch natürlich ein, gell? Die Hammer, ja, aber ich glaube nicht in der Version. Wir haben die als Rainbow, soweit ich das in Erinnerung habe. Müsste nachher mal nachgucken. So, nächste Tin, dann machen wir mal das Garados als letztes. Das Raichu machen wir jetzt auf. Sorry. Es häufen sich die Tins auf dem Boden. Wir haben zweimal Glurak, Mew und Mewtwo. Machen wir mal so auf. Hm? Mew zuerst. Mal eine gute Karte drin. Ja, das ist vielleicht echt so der Bote für eine gute Karte. Also wenn wir einen Ekans ziehen, dann müssen wir auf Großes hoffen. Wie ist eigentlich mit den Packs, wenn ich sie aufmache? Ist das störend von der Lautstärke her oder ist diesmal okay? Passt. Sehr schön. 1, 2, 3, 4. Wir haben die Grass Energy. Misty Cerulean City Gym. Bei dem Namen, das ist ein richtiger Zungenbrecher. Magmar, Charmeleon, Jigglypuff, Ekans, wo ist unser Ekans? Ekans! Jawohl, das wird ein guter Pull. Geodude, jetzt lastet aber auch viel Druck auf ihm. Cubone, Eevee, Golem Reverse und Lapras. Den Golem nehmen wir trotzdem. So. Shiny Glurak. Also wir haben jetzt noch mit dem Booster, wo ich gerade aufmache, 7 Stück. Und dann gehen wir noch zu unserer kleinen Post über, die wir heute bekommen haben. Wir haben unten noch, vielleicht siehst du es dort, im unteren Regal haben wir noch eine 9er Stack. Ich weiß noch nicht, ob ich die, also die werde ich sicherlich mal aufmachen, aber ich weiß noch nicht genau wann. Ich denke, ich werde mir Hidden Fates noch ein bisschen für später noch aufheben, die Tins, und ich würde mir auch sehr gerne noch im Januar dann von den Elite Trainer Boxen noch einige kaufen, wenn man da irgendwie dran kommt, weil wir hatten beim ersten Durchlauf eben keine Chance, Hidden Fates zu öffnen. Water Energy. Metapod, Misty Cerulean City Gym, so, Magmar, Psyduck, nee. Also die Frage ist eben mit dem Shiny Glurak, das kannst du aus jedem Pack rausziehen, das Artwork auf dem Pack, das bedeutet gar nichts. Psyduck, Magikarp, Staryu, Voltorb, Pikachu, Snorlax Reverse, der alte Hoding, der kann sich gerade zum Carpador dazu gesellen, macht auch nicht viel mehr, und Kangaskhan. So, jetzt kommt das Shiny Glurak Booster. Schon irgendwie, ja, das stimmt. Deswegen spare ich mir das Mewtwo jetzt auch als letztes auf von den Vierer-Set. Vier, die packen wir wieder nach vorne. Wir haben eine Dark Energy.
Graveler, Farfetch'd, Jinx, Cubone, Geodude, Jigglypuff, Staryu, Ekans, Geodude, Reverse Holo. Komm, Ekans, jetzt musst du abliefern. Und Clefable Non-Holo. Sehr cooles Design, leider keine Holo-Karte. Die Tins, die habe ich in Solothurn gekauft, in der Nähe von Solothurn. Card Collectors heißt der Händler. Kein Verlass auf Ekans, er lässt uns in den Stich, wir haben ihn gejinxt. Aber ich habe nicht alle Karten von denen, aber die meisten beziehe ich irgendwie dort. Ich weiß auch nicht, hat er den mal geschrieben. Mega sympathischer Kontakt. Die haben auch ein paar speziellere Sachen da. So, wir haben eine Fairy Energy im letzten Booster von der vorletzten Tin. Farfetch'd. Musik folgt gleich wieder. Broxgrid. Misty Cerulean City Gem, Caterpie, Eevee, Ekans, ich sag nix, Charmander, Psyduck, wir haben ein Reverse Clefairy, sehr cool, und Butterfree Non-Holo. Okay, wir kommen zur letzten Tin. Jetzt machen wir gerade noch ein bisschen andere Musik rein. Ich werde dann die Musik, wo wir da drauf haben, die werde ich auch mal noch verlinken für euch, wenn ihr wollt. Wir lassen das jetzt einfach nochmal von vorne spielen. Ich habe noch ein zweites Album mir von denen runtergeladen. Und ich bin Gott froh, die kann man so verwenden, ohne irgendwie Angst haben müssen, dass man eine Rechtsverletzung macht. Ey, danke, danke. Sagst liebe Grüße, gell? Und guck doch gerne mal wieder rein, mein Lieber. So, letzte Tin, Gyarados Artwork. Bring uns Glück. Wir haben von jedem einen, das scheint das absolute Glückstin zu sein. Jetzt müssen wir uns nur die Reihenfolge bestimmen. So, wir fangen mit dem Glurak an, dann gehen wir aufs Mewtwo über. Mew und die Vögel. Welches ist unser Pack? Irgendeiner muss es callen. Ich schätze auf die Vögel, ich habe sie ganz nach hinten gemacht. Mew, okay. Steel Energy, Mewtwo, okay. Steel Energy, die erste heute. Graveler. Chansey. Broxpewter City Gem. Charmander. Psyduck. Magikarp. Staryu, Slowpoke, Beldum Shiny, schönes Ding. Sorry, falls zu laut war. Haben wir auch noch nicht. Sehr cool. Ich hoffe, man sieht's gut mit seinem wilden roten Auge. Und Electrode im Hintergrund. Den packe ich geschwind ein. So, dann kommt jetzt die Mewtwo-Packung. Sir W hat Mewtwo gecallt. Emotionen müssen raus. Nee, darfst nicht in dich reinfressen. Darfst nicht.
Grass Energy. Cypher. Jinx. Magmar. Psyduck. Magikarp. Staryu. Voltorb. Pikachu. Voltorb Reverse. Und Lapras, non-holo. Ich glaube, die kann man wirklich nicht als Holos bekommen. Weiß das einer von euch? Das ist ein bisschen schade. So eine schöne Karte. So, dann kommt jetzt das Mew-Pack. Clefairy hat noch ein zweites Artwork. Dann haben natürlich Garados, Glurak und Raichu haben noch ein zweites Artwork. Und ich glaube, es sind schon noch ein paar mehr. Aber das müsste ich dann nachgucken. Gibt es nicht als Holos. Ja, schade. Also ihr merkt schon, ihr startet mit mir auch mit einem nicht allwissenden, gell? Also ich bin für Informationen immer gerne zu haben. Wir haben Psychic Energy, Giovanni's Exile, Koga's Trap, Lieutenant Search Strategy, Voltorb, Pikachu, Ekans, genau das ist jetzt eben nochmal das andere Artwork, Koffing, Paras mit einem dicken Fehler auf der Karte. Das nicht immer den roten Fleck. Ja. Wir haben Butterfree Reverse und Eevee Hollow. Die haben wir vorhin schon mal. Coole Karte. So, letztes Pack, meine drei Vögel. Was war denn das Beste jetzt davon? Ne? Das erste eigentlich. Bislang. Wieder vier von hinten nach vorn. Und die Dark Energy. Brock's Crit. Chansey. Graveler. Jigglypuff. Ekans. Koffing. Cubone. Geodude. Builds Analysis, Reverse und Jolteon, die letzte Karte aus unserem letzten Tin. Ja, eben, leider keine Holo, aber ist gut, nehmen wir trotzdem. So, gehen wir mal noch kurz hier die Hits durch und dann würde ich sehr gerne, ich bin so gespannt auf diesen Brief. Vorgelesen habe ich ihn ja vorher nochmal. Und dann gucken wir mal kurz, was da drin ist, bin sehr gespannt. Mal kurz aufräumen. Kein Ekans. Wir bräuchten einen Shiny Ekans da drin. Die haben kein Shiny Ekans in dem Set. Ne, nur die andere Schlange. Wie kann man kein Shiny Ekans da einbauen? Moment, ich trinke dann auch noch kurz einen Schluck. Ich brauche einen Ekans, ja, ich glaube, ich muss mir selber eins basteln, dann habe ich eins. Okay, sortieren wir hier mal noch kurz. So, dann gehen wir mal hier durch, was wir jetzt aus den 6 Tins hier rausgezogen haben. Ich gehe jetzt nur die Hits durch. Die Hits, wie gesagt, da
Das sind viele sehr coole Karten dabei, also auch nicht nur die Shinies und Full Arts und so weiter. Wir haben hier den Gardos GX. Wir haben die Holo Energy. Das Eevee. Ich habe jetzt nur mal eins hier dabei zum zeigen. Wir haben zwei gezogen. Shiny Beldum. Sehr cool, der kleine Tropf. Walter Scepters Articuno, Full Art. Magneton. Charmander, wahrscheinlich mein Favorite jetzt hier aus dem Puls, die wir hatten. Shiny Version. Type 0. Und die Goldkarte Mount Cornet. Sehr cool. So, also ich gönne mir kurz ein Schlückchen zu trinken und dann gucken wir uns noch das schöne Paket an. Ja, da bin ich mit dir. Toujours. So, also voller Begeisterung gehen wir hier an das Paketchen nochmal dran. Wie gesagt, ich habe es am Anfang vorhin schon mal vorgelesen. Da stehen jetzt hier so drei nette Zieh-an-mir-Zettelchen dran. Muss ich nur an einem ziehen oder an allen drei? Zieh einfach, okay. Dann macht das schon Sinn. Ah, der klemmt. Niete. 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 Scheibe. Habe ich was falsch gemacht? Okay, ich tue es mal aufschnippeln. Ich hoffe, das ist okay. Ja, das scheint mir auch so. Kann ich mal richtig ziehen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht. Alter, ist nicht dein Ernst. Okay, jetzt bin ich sehr aufgeregt. Dauert länger als gedacht, aber wir lassen uns für die Goodies hier Zeit. Erstmal sehr schönes Artwork, ich hoffe, du hast das selber gezeichnet. Alter. Sorry fürs Alter, aber Alter. Sehr geil, hey, mega, vielen lieben Dank. Oh, wow, 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 wow. Richtig cool. Ich hatte mir die eben auch sogar schon vor, mal zu kaufen, aber ich habe es bisher jetzt noch nicht getan. Ich hoffe für euch okay, wenn ich die jetzt schon aufmache. Und die dickste Karte von denen schicken wir auf jeden Fall zum Grading ein. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Vielen lieben Dank. Der Hammer. Okay, mit welchem fangen wir an? Ich nehme es Raikou am Ende, weil das ist mein Liebling hier. Ey, ist der Hammer. Mega cool, ey. Vielen lieben Dank für die Überraschung. Ist echt richtig, richtig cool. Danke. Hätte ich nicht erwartet. So, hast du eine Ahnung, wie der Art-Trick ist? Der Card-Trick. Sie ist schon so aufgeregt. Jetzt switch mir hier noch in ein Retro-Opening rein. Oh. Und die
Artworks hier, die würde ich auch sehr gerne behalten, ehrlich gesagt. Das wäre sehr lieb. Ich würde es nicht versemmeln. Mach mal ganz vorsichtig auf die schönen Teilchen. Ja, die flutschen noch locker von der Hand. Ah, das ist gar nicht meine Codekarte. Das ist dann schon richtig oldschool. Jetzt warten wir kurz, dann trinke ich noch ein Schlückchen. Also, dass der Livestream jetzt heute so endet, hätte ich auch nicht gedacht. 3, okay. 1, 2, 3. Ich bin auch mega gespannt. Okay, jetzt gucken wir mal danach, was hier kommt. Kommt deine Energie ganz vorne? Weil dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Puh, ist nicht die Rare, okay. Slimog. Habe ich noch nie aufgemacht, das Booster, nur zur Info. Ratika. Sehr cooles Artwork. Aquana, auch sehr, sehr cool. Das waren mal noch Designs, hey. Okay. Skorgler. Traunfugil. Flumkiefer. Gramurx, Tanzer, übrigens die deutschen Karten auch sehr, sehr geil. Bluebella, oh nice, das ist die Rare, oh sehr cool. Dann, oh nee, das, hä, 2 Rares, ah okay, 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 das wird die Reverse und wir haben hier die Rare, so, ich hab's verkackt. Bluebella Reverse, auch eine Rare, richtig schön. Die tun wir gleich einboxen und wir haben Schneebunner. Die rare Karte. Das ist gleich 2 Rare. Also das sind deine Booster, ich sag's dir. Und ich würde sagen, wählen wir nachher einen Favorit aus und den schicken wir dann auf jeden Fall zum Grading. Beim nächsten Durchlauf. Der Trick stimmt, genau. So, die 2 packen wir ein. Okay. Nächstes ist McMortar. Ich packe die jetzt hier vorne aus, weil ich es einfach noch ein bisschen mehr zelebrieren will, als irgendwie unterm Tisch. Also sorry, falls es lauter wird. Ah, die gehen sauber auf. Sauber, sauber, sauber. Also ich hoffe natürlich auch in Zukunft, dass wir die Chance haben, öfter solche Retro-Openings zu machen. Ich bin natürlich auch sehr ein Fan von den älteren Packs. Wir müssen einfach gucken, an was wir rankommen und was natürlich auch bezahlbar ist. 2, 3. Ja, das ist ein ganz anderer Stil. Zum Beispiel die, ja, schon mal richtig cool. Die Zwillinge. Honey und Nanny. Dragonier. Auch sehr cool. Also wenn es für euch okay ist, auf dem bleiben wir ein bisschen länger, weil eben ich kenne da kein einziges Artwork. Jan Mega. Illumise mit ihrem Schätzchen da im Hintergrund. Schatz, das bin ich. Ja? Spoink. Volbeat. Wo haben wir es? Illumise? Da oben.
sehr purzen. Janma, jetzt kommt glaube ich die Reverse. Nebulak, sehr cool. Mit Heimlichtuerei, so kennt man ihn. Richtig cooles Artwork. Und die Rare ist... Oh, nice! Alter! Oh Gott, ich sag zu viel Alter heute. Tut mir leid. Palkia und Dialga-Legende. Das sind da ja so Zweierkarten, gell? Genau, da gibt's wie zwei Teile von und die fügst du in dem Sinne zusammen, hm? Wow. Sehr cool. Die sieht der Hammer aus. Ach, die Oberfläche. Ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Mit den Blitzen dort. Also die strahlen so richtig, die Blitze von den zwei. Sehr cool. Wie sieht es denn da mit der Zentrierung aus? Da kann ich natürlich den unteren Rand nicht mit einrechnen. Hm? Aber sonst würde ich sagen, eine 10er Zentrierung auf jeden Fall. Von hinten ist sie ein bisschen von links nach rechts auf. Sonst sieht sie echt einwandfrei aus. Gut, die packen wir gleich ein. Ah, hätte ich das gewusst, dass ich heute noch so einen Pack aufmachen darf, dann hätte ich mich schicker angezogen. Dann hätte ich einen Anzug ausgepackt. So, rein mit der Schöne. Und die kommen natürlich auch noch hier ins Hardcase. Bei den Karten, da kann ich natürlich auch überhaupt nichts zum Wert sagen, weil da kenne ich mich 0, gar nichts aus. So, und die letzte, last but not least, Raikou. Der schönste der drei legendären Hunde, meiner Meinung zumindest nach. Schön ganz bleiben. So, okay. Ich bin gespannt wie Harry. Den Nebulak muss ich nachher auch noch einpacken. 1, 2, 3. Legendäre, ja, ich sag nicht nein. Also ich bin so oder so schon zufrieden mit dem, was hier gekommen ist. Also da müsste gar nichts drin sein. Das ist echt richtig cool. Auch diese anderen Artworks mal zu sehen. Doppelball. Plus Power. Tarnell, den haben wir vorhin schon in Shiny angucken dürfen. Griffel. Magma, versuche es jetzt auch auf Deutsch auszusprechen. Shiggy, yeah, mein Junge. Muschelangriff. Teddy Ursa. Was ist mit dem passiert? Okay, ich glaube, die müssen wir auf jeden Fall irgendwohin müssen wir die schicken. Ich weiß zwar noch nicht wohin, aber irgendwohin müssen wir den schicken. Also dem ist irgendwas Grausames passiert, aber ich feiere ihn. Komm, bitte wird scharf. Richtig coole Karte. Der Horrorblick, ja. Auf jeden Fall hat er den Horrorblick. Und die Rare. Ibitak. Ein leicht krummer Schnabel. Aber der Kollege, ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist fast mein Favorite aus dem ganzen Set. Den hat sich wahrscheinlich noch nie jemand bewerten lassen. Goldbart. Sehr cool. Die packen wir alle noch ein. Ey, vielen lieben Dank nochmal. Richtig coole Überraschung. Was der wert ist, ich hoffe, den finden wir, aber den finden wir sicherlich. So, ich hoffe jetzt, dass der Sound nicht wieder zu laut wird.
ich am Umschalten bin. Ich drehe sonst hier mal ein Stück runter. Oder 5, okay. Ich nehme jetzt mal an, dass mir den nicht 30,95, dass wir den wahrscheinlich gar nicht bei eBay finden. Na doch, guck ihn dir an. 1,60. Sogar hier die deutsche Version. Gucken wir vielleicht am ehesten bei Card Market noch. Golbert. Oh, da sind wir gerade. Nee. Das hier müsste sein. Also der ist eine Schönheit. Unglaublich. So, jetzt gucken wir mal. Also der ist auf jeden Fall PSA 10. Der ist eine Reverse Holder. Jetzt gucken wir mal hier, wo ein Sternchen hinterlassen wurde. Reverse. Also ihr seht schon, der geht in wahrscheinlich mehrere tausend vom Wert nach oben. Gute Qualität, wir sind natürlich bei ganz guter Near Mint Pocket Brothers. 39 Cent. 39 Cent, aber in meinem Herzen ist schon locker eine Million wert. Die legendäre, okay. Und kurz. Palkia die Alga, sollen wir den hier mal nachschauen? Legend, ist das die hier? Ja. Aha, das ist die Oversize, sorry, da sind wir natürlich falsch unterwegs. Palkia die Alga. Bottom, top, hier. Für was wird die Schönheit angepriesen? Deutsch 1999, das hört sich super an. Gucken wir mal. Ja, hätte ein schöneres Filterchen machen können. Ich denke, das wird wahrscheinlich dort sehr hinkommen. Gucken, wo das noch angeboten wird. Das ist Englisch, hier nur eine deutsche für 50. Und das ist halt ein bisschen das, was ich bei Card Market schwierig finde, gell? Ich würde jetzt mal sagen, die meisten reihen sich hier so zwischen 15 bis 20 Euro ungefähr ein. Das sind natürlich hier die Versionen, die deutschen. Und klar, da gibt es natürlich dann auch den einen Kollege, den Thriller ab hier für 425. Ich weiß nicht, ob der die jemals losbekommt. Wir nehmen jetzt mal an. Nein. Tusch, mach's gut, schönen Abend. Danke, dass du zugeguckt hast. Ey, danke Jonas, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Okay, genau, gehen wir da auch mal noch die Hits durch aus dem Pack. Da war doch einiges dabei. Also für mich sind da echt alle ein Hit, weil ich feiere die alle, die Karten. Die sind sehr, sehr cool, sehr gelungen. So, Szene. Okay, wir haben den Nebulak, der muss noch eingehüllt werden. Wir haben Bluebella. Wir haben die Snibuna. Den müssen wir uns fürs Ende aufheben natürlich. Wir haben Palkia, die Alga Legende, die Topkarte davon. Sehr legendär. Und wir haben die Legende an sich, Golbat. Ein Traum. Also wenn es für euch okay ist, der wird beim nächsten Grading wird der mit eingeschickt. Der muss eine 10 bekommen. Die Zentrierung ist leider nicht so perfekt. Trotzdem, der wird eingeschickt. Den feiere ich. Der wird irgendwo ausgestellt, der Kollege.
Also, ich danke euch nochmal vielmals fürs Zugucken. Ich danke dir nochmal vielmals für die tolle Überraschung, Raffi, wirklich. Hat mich sehr gefreut. Und jetzt noch kurz zum nächsten Video. Ja, am Sonntag habe ich auf 20 Uhr wieder ein Opening geplant. Wie gesagt, wir werden am Anfang einfach mal uns eher so auf Openings konzentrieren. Und ich hoffe dann, dass die Videos mit der Zeit dann noch ein bisschen flexibler vom Inhalt werden. Aber ich zeige euch mal, was da unsere Optionen werden. Es wäre cool, wenn ihr ein bisschen darlegen würdest, was euer Favorit wäre. Einen Moment. Okay, also wir haben zwei Optionen. Das eine hatte ich, glaube ich, schon mal angesprochen im Stream. Das wäre das schöne japanische Set hier. Ich würde euch mal kurz zeigen, was da so für Karten drinnen sind, die interessant für uns wären. Das gucke ich übrigens auch über den Pokélektor nach. Japanisch, und dann schalten wir hier nochmal geschwind auf Bildschirm um. So, das wäre Electrifying Tackle, das ist das eigentlich das aktuelle Set, das Shiny Star V, das kommt jetzt nächsten Monat, glaube ich, raus. Und da sind ein paar sehr coole Karten drin. Also wir haben hier einerseits natürlich mal wieder einen Glurak. Das wäre die Rare-Karte hier noch mit dem Leon im Hintergrund. Sehr schöne Karte. Dann haben wir natürlich wieder einige V-Karten. Wenn da eine von euch ein Favorit ist, gerne Bescheid geben, dann tun wir die auch mal noch kurz angucken. Ansonsten wäre natürlich das VMAX Pikachu hier sehr interessant. Mit einem bisschen klobigeren Design. Dann Alakazam, die V-Karte, da kommt nachher noch eine richtig schöne Version von. Was hätten wir noch hier im Angebot? Also wie gesagt, das sind alles coole Karten. Ich gehe mal einfach die durch, wo jetzt für mich hauptsächlich interessant wären. Wir haben Aegislash VMAX in dem Paket drin. Auch sehr cool. Dann kommen hier die ganzen Full Art Karten. Also die können wir jetzt alle anklicken. Die sind natürlich alle lässig. Da vor allen Dingen natürlich auch das Pikachu. Sehr cooles Design. Ich hatte das letzte Mal mal in einem Video angesprochen, dass Pikachu nicht so mein absoluter Favorit ist. Aber klar, das ist das Maskottchen, und ich meine, die lassen sich schon einiges einfallen beim Design von den Karten. Gerade diese japanischen Promokarten von Pikachu sind Zucker. Simsala, eben, das finde ich super cool, das Full Art Simsala. Dann wahrscheinlich mein Favorite von der neuen Generation. Surfetched, Full Art. Und hier sind natürlich auch ein paar schöne Rainbow-Karten drin. Ja, wir haben das Pikachu auch als Rainbow-Karte drin. Wir haben die Trainer, also Leon, die Nessa und Bea als Rainbow-Karten drin. Und wir haben sogar hier noch eine Shiny Gold-Karte. Auch richtig cool. Genau, und das andere, was ich im Angebot noch hätte, auf das Pikachu, auf das Rainbow. So. Ja, die ist schon lässig. Also ich habe es mal angedeutet, ich bin nicht der größte Fan von den Rainbow-Karten, aber bei dem Pikachu, weil das einfach so sehr clean ist, sage ich jetzt mal, gefällt mir das auch super gut. Da haben sie es echt gut auf die Reihe gekriegt. Ja, oldschool. Okay, und das andere, was wir hier noch hätten, wäre Darkness Ablaze. Die englische Version ist jetzt auch aus der Sword and Shield Ära. Kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Auch eben noch verschlossen. Noch relativ neu. Ich würde jetzt einfach dann mal im nächsten Video, würde ich vielleicht mal die Hälfte von so einem Display aufmachen. Ich meine, da sind 32 Packen drin.
Vielleicht machen wir auch alle aufs Mal, aber ich denke, das wird sonst vielleicht ein wenig lang. Müssen wir mal gucken, wie wir Lust haben. Genau, da auch nochmal kurz zu den interessanten Karten. Ja, und dann schreibt doch mal rein, auf was ihr mehr Lust hättet. Entweder Darkness a Place oder eben das Electrifying Tackle. Das Japanische. So, beim Darkness a Place Set habe ich auf dem Bildschirm. Finde ich sehr unterschätztes Set. Also, ich meine, das hat sich damals natürlich auch wieder jeder fürs Klurak gekauft. Da haben wir hier die VMAX-Version. Sieht schon sehr schnieke aus. Und die normale V-Version vom Klurak. Auch sehr cool. Aber ich meine, da sind noch ein paar ganz andere Big Hitter drin. Erstmal haben sie eh wieder richtig viele schöne neue Artworks. Ich finde das Mew sehr gelungen. Was haben wir da denn noch? Rhyperia. Das neue Slowbro. Version. Und da drin kommt dann, also das hier wäre, den würde ich am liebsten ziehen, auch gerade in der Version, nicht Rainbow, gerade Scissor, V-Max, zack, Full Art Version. Finde ich die coolste aus dem Set. Dann haben wir hier noch Salamence, sagt mir, wenn es zu schnell geht, ich schalte immer mal wieder durch. Und dann kommen hier wieder die seltenen Karten. Wir haben hier die Full Art Version. Houndoom zum Beispiel, sehr gelungen. Da ist Salamence nochmal. Wir haben hier auch nochmal einen Scissor Wee. Auch eine richtig coole Karte. Ist einfach mein Liebling aus der Gold- und Silber-Ära. Scissor, Psyana. Sind meine zwei Favoriten. Und Despotar, ich meine, findet natürlich, glaube ich, eh jeder cool. Genau, und dann haben wir hier noch die Rainbow-Karten. Das wäre zum Beispiel auch das Scissor. Auch da, wenn euch noch eine interessiert, gerne mal durchgeben. Auch Darkness a Place, auch Darkness a Place. Ich denke, dann ist es entschieden. Huh? Also, dann würde ich sagen, wir machen es Darkness a Place am Sonntag auf und ich würde mal vorschlagen, wir starten mit der Hälfte von den Packs. Und wenn wir je noch Lust und Laune haben, machen wir einfach noch weiter, je nachdem, wie motiviert wir sind. Und da gibt es auch noch 5 Goldkarten. Wir haben 2 Shiny Goldkarten. Wir haben Rillaboom. Und wir haben noch den schönen Colossal. Genau. Ja, also da würden wir uns auch nicht beklagen, wenn einer von denen bei rumkommt. Gut, okay. Also, ich danke euch vielmals. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte sehr viel Freude heute. Das war mal wieder sehr cool. Das Video werde ich auch wieder ein bisschen zusammenschneiden auf YouTube hochhauen, dass man sich dann da gegebenenfalls nochmal angucken kann, wenn man will. Und ja, ich freue mich auf Sonntagabend. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und dann schauen wir uns mal das Darkness a Place zusammen noch an. Schönen Abend, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.